Ah, hier waren wir noch nicht. Look weird. This asshole has a spotless record. Wer ist das denn? Ach, Nathan. Schülerinformation: Nathan, Joshua Sprecher, Durchschnitt 3,7. Zusammenfassung: Nathan Sprecher setzt mit hervorragenden akademischen Leistungen und einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten die Arbeit mit der obdachlosen Stiftung von Arcadia Bay eingeschlossen, das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Academy fort. Nathan ist bei Schülern wie Lehrer beliebt. Nein, naja. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackwell. Okay. Like I'm not gonna Nein. Oh, jetzt. File. Sind wir das nicht? Doch, das sind wir. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Schülerinformation: Maxine Caulfield, Durchschnitt 2,8. Zusammenfassung: Max, wie sie es vorzieht, genannt zu werden, ist eine ruhige, aufmerksame Schülerin mit großem Potenzial für die Fotografie. Ihr Durchschnitt schwankt und sie hat anerkannt, dass sie sich verbessern muss. Ihre Lehrer bestätigen ihre stille Intelligenz, obwohl einige Beschwerden sie als zu nervös und neugierig beschreiben. Einige Fakultätsmitglieder würden gerne mehr Beteiligung und Selbstbewusstsein von Max sehen, andere weniger. Aber dies ist eine allgemeine Empfehlung für Schüler und nicht spezifisch. Aktualisierung: Trotz einer kürzlich erfolgten Konfrontation mit dem Sicherheitspersonal Blackwell demonstrierte Max das Allerbeste der Blackwell Akademie, indem sie Mitschülerin Kate March vom Sprung in ihrem Tod vom Dach des Wohnheims abhielt. Derzeit finden eine polizeiliche sowie eine schulinterne Untersuchung statt, aber Max' Heldentum ist unbestritten. Oh. Man ja ganz rot. Irgendwas wollte ich noch sagen. Was da jetzt wohl drin steht, wenn die gestorben wäre? Oha. Hm. Oh Mann. This file is going to be so spotless, I'll projectile. Schülerinformation: Victoria Mary Beth Chase, Durchschnitt 3,9. Zusammenfassung: Victoria Chase ist eine strahlende Repräsentantin der Blackwell Academy, durchgehend hervorragende Noten und außerschulischen Aktivitäten, die ihren Karrierewunsch als Fotografin widerspiegelt. Die Fakultät lobt ebenfalls Victoria's Engagement für den Vortex Club, so für andere Organisationen mit dem Geist und der Geschichte Blackwells gewidmet sind. I have to make sure Warren doesn't have so, eine haben wir hier noch. Schülerinformation: Warren Graham, Durchschnitt 4,0. Warren wird als Paradebeispiel eines Schülers angesehen und repräsentiert die exzellente wissenschaftliche Tradition Blackwells. Er besitzt ein Redetalent bzw. ein loses Mundwerk, je nach Lehrer. Manche beschuldigten ihn, wissenschaftliche Streiche zu spielen, aber dies konnte von seiner Wissenschaftslehrerin Miss Grant nicht bestätigt werden. Wir hoffen, Warren konzentriert sich auf seine akademische Vision und steuert weiterhin auf eine strahlende Zukunft zu. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nab. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Schülerinformation: Rachel Dawn Amber, Durchschnitt 4,0. Aktualisierung: Unglücklicherweise ist Rachel Amber im letzten Monat nicht zum Unterricht erschienen und hat keinen Kontakt zu Schülern oder Lehrerschaft aufgenommen. Ihr Eltern sind sich über ihren Aufenthaltsort im Unklaren und Blackwell hofft auf eine schnelle Rückkehr, damit sie ihre vorzügliche akademische Leistung fortsetzen kann. Zusammenfassung: Rachel Amber ist eine prototypische Repräsentantin der Schüler Blackwells. Sie ist in all ihren Fächern und zahlreichen außerschulischen Aktivitäten überragend. Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt und verfügt faktisch über die für Blackwell typische Qualifizierung für Stipendien und Führungspositionen. Ihre vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Model. Es gibt keinen Zweifel, dass sie all ihre Träume mit Blackwells als Angelpunkt verwirklichen wird. Ja, das klang doch ganz gut oder klingt ganz gut. Aber wo bist du hin und warum bist du dorthin, wo du auch immer hin bist? Direktor Wells, Direktor Wells, dies ist Leutnant? Dies ist Chris Rossi. Ich wollte Sie wissen lassen, dass die Ermittlung im Fall Rachel Amber, ich glaube, das heißt wirklich Leutnant, im Fall Rachel Amber von unserer Seite offiziell beendet ist. Wir hoffen immer auf den einen magischen Hinweis.
Aber wieder einmal bewahrt Arcadia Bay ein Geheimnis. Wir halten Augen und Ohren offen weiterhin, aber mehr können wir ab jetzt nicht mehr tun. Danke für all Ihre Hilfe. Ja, Leutnant Chris Rossi, Polizei von Arcadia Bay. Oder Lieutenant. I don't blame the principal for expelling Chloe. Oder Lieutenant. Bad Chloe. Schülerinformationen. Chloe Elizabeth Price. Chloe. Ach, Chloe. Oh, jetzt weiß ich wer. Ja, ich war gerade am überlegen, wer ist denn damit gemeint? Weil das Bild so komisch aussieht. Durchschnitt 1,7. Chloe Price ist eine Problemschülerin Blackwells, trotz der größten Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung, sie akademisch zu leiten. Chloe erledigt selten Hausaufgaben und ist oft angriffslustig gegenüber ihren Lehrern. Sie verursacht zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangemessenen Kommentaren und vulgären Gesten, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde vor kurzem für die Verunstaltung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potenzial ist, verschwendet sie dieses auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterlegenen Einrichtung. Aktualisierung: Chloe Price ist nicht länger eine Schülerin Blackwoods. Siehe Polizeibericht im Anhang. Oh, den Anhang sehen wir nicht. Oh, schade. Den Anhang sehen wir echt nicht. Okay. I think we found everything in here. I should go join Chloe now. Whiskyflasche ansehen. I'd drink too if I was the principal of Blackwell. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus, and my step troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped Major Bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? The Prescotts always get their money's worth. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa, listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info, let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wowzer. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This'll chill him out after our knife showdown yesterday. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself. I hope you do that instead of lecturing me. Ich dachte mir schon, dass die Entscheidung jetzt fällt. Ja. Du machst mich fertig. Weißt du das? Geld bitte liegen lassen. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse-choking wad of cash. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office, Morg. Oh, die hat nicht viel diskutiert. Finde ich mal gut.
Schmetterlingseffekt. Ja, ich weiß, dass das Geld Chloe hätte helfen können. Aber, nee, das machen wir nicht, nee. Oh, wir können auch auf den Computer mal eben zugreifen. Lesen. Sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrte Mrs. Prescott. Wir bedauern Sie darüber zu informieren, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnungen Nachsicht für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Mr. Hoyders Unterricht zur Einführung in der Literatur am Dienstag, dem 17. Dezember, September, wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt, ohne einen Eintrag in seinen Akten. Nathan verfügt über enormes Potenzial, aber auch über unberechenbare Verhaltensmuster, die eventuell eine Betreuung erfordern, die über Blackwells Kapazitäten hinausgeht. Die Schule kann diese Störung nicht tolerieren, also hoffen wir, dass Sie diese Angelegenheiten mit Nathan diskutieren und ihm die Schwere der Situation bewusst machen können. Bitte beziehen Sie sich für einen vollständigen Bericht auf die angehängten Dokumente. Jetzt bin ich mal gespannt, was Sie da antworten. Sehr geehrter Direktor Wells, wir erhielten einen recht unverschämten und möglicherweise verlumpenden Brief von jemandem aus Ihrer Verwaltung, der Nathan uncharakteristischer, unberechenbarer Verhaltensmuster beschuldigt. Wir sind sicher, dass es sich um ein Versehen handelt. Andernfalls fürchten wir, dass Nathan von Blackwell auf eine angesehene und bessere finanzierte Schule wechseln muss. Bitte antworten Sie mit einer beigefügten Löschung des disziplinarischen Berichts. Das geht mal überhaupt nicht. Also wenn Direktor Welt sich da einlassen würde, ey, das wäre ja so richtig doof. Brauchen die so dringend Geld? Ist das deren Ernst? So dringend? Naja. Ja, also das ist ja Bestechung. Das ist... Hallo? Und damit wird das Verhalten von deren Sohn auch nicht besser. Ach. Die kann das Verhalten ja nicht kaufen. Ja doch, das Schlechte anscheinend. Naja. Lesen. Blackwell Academy Vorfallsbericht. Nathan Prescott. Folgendes ist eine letzte gemeldete Vorfälle, die Nathan Prescott betreffen. Es scheint ein Muster an Ausbrüchen und Konfrontationen, gefolgt von Reue, zu geben. Wir empfehlen, dass seine Eltern ihn aus der Schule nehmen und ihn psychologisch betreuen lassen. Einen Tisch im Unterricht geworfen, seinen Englischlehrer beschimpft, Feuerwerk in den Toiletten gezündet, Schulmaterial gestohlen, die Schulverwaltung bedroht, versuchte Diebstahl der Campusstatue Tobanga. Oh, nach dem allen geht der so damit um, nachdem wir sagen, er hatte eine Waffe dabei. Das sollte doch eigentlich dann sogar sehr glaubwürdig sein. Oder der macht nichts dagegen, wegen den Eltern. Aber, oh, Mensch. Warum? Was ist das denn für ein Direktor, ey? Deswegen trinkt der ja auch vielleicht, weil der selber da sehr verwirrt ist. Ja, kann gut sein. Dave Metzen und Nathan Prescott sind beide in meinem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Amber als Drogenkurier in Mr. Metzens Polizeijargon für einen lokalen Dealer arbeitet. Im Angesicht von Rachels vorbildlichem Status sagte ich David, dass ich konkretere Beweise benötige, und er versprach, er habe welche vorzuzeigen. Ich war überrascht, einen unangekündigten Besuch von Rachel Amber zu erhalten. Sie schien sehr aufgebracht und behauptete, David Metzen folge ihr und fotografiere sie. David streitet dies ab, und aufgrund der fragwürdigen Gesellschaft, in der Rachel sich neuerdings aufhielt, war ich nicht sicher, ob ich ihr glauben sollte. Interessant, interessant. Okay, wir gehen dann jetzt mal. Mal gucken, ob jetzt großartig noch was passiert. Während wir hier in der Schule sind. Care for a midnight swim? The Blackwell Pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash? You're right. We hella deserve it. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. Okay. Thank you.
We're in the Otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Dann machen wir das mal. Ausnahmsweise. Go Otters. Vorwärts, Otter. Otter sind flotter. Den kennen wir ja noch, den Spruch. I would love a soda, but I just get wired. Haben wir eigentlich die Materialien jetzt noch bei uns? Ich glaube mal eher nicht. Plakat, Anzeige und Ansehen. Ja, okay, ich glaube, da ist jetzt nichts Wichtiges bei. Ja. Aber weshalb können wir hier jetzt rumlaufen? Da ist doch sicher noch irgendwas. Ja doch, hier haben wir doch noch was. Belohnung. Verzweifelt auf der Suche nach meinem Rucksack mit Schulbüchern. Ach, da sucht nur irgendwer wieder irgendwas. Okay. Ja, ansonsten ist hier ja nichts. Na dann, los geht's. Boys or girls? Ist das dein Ernst? Hä? Ernsthaft, was ist denn das jetzt für eine Frage? Girls, of course. Girls? Ooh la la. Let me check to see if the pool's heated. Wir können auch dahin. Mir ist es eigentlich egal, es ist Pool. Pool ist Pool. Ich meine, Umkleide ist Umkleide. Was ist das? Where does that other sock go? Eine Socke. Sah aus wie ein Inhalator. Das ist ein großer Inhalator. Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Das amerikanische Autokino. Ah, ein T-Shirt, okay. Those are some musty ass old shirts. Yuck. Victorias Schließfach. Ah, guck mal, wären wir nicht in der Mädchenumkleide gegangen, dann hätten wir jetzt nicht Victorias Schließfach hier. Beutel mit Gras, oh. Was Chloe here? War Chloe hier? Ja, sehr gute Frage. Kates Schließfach. A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Eine Fahrt nach Portland, okay. 2.10.2013. Victorias Schließfach. So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. Naja. Ja, stand da gerade schließen? Nee, ansehen, okay. Handtücher ansehen. Those look like the most cozy, comfy towels in towel history. Flippers in a swimming pool? Are they training Navy frogmen here? If I could rewind back to the 1940s, I'd get in serious trouble. Mädchen können auch schwimmen. Schwimmunterricht für junge Damen. Blackwell Schwimmbad, 2. bis 10. März. Mädchen können auch schwimmen. Ja, natürlich können die auch schwimmen. Was ist das denn für eine Aussage? Brooks Schließfach. Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Ah, okay. Ja, stimmt, die hängen ja auch ab und zu mal ab, ne? Graffiti. Victoria Chase Rules. This isn't a desperate cry for attention or anything. Sorry, Rachel. Ach. Schon wieder das Plakat, ja, genau, ansehen. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a Snoop. Boah, ich würde mich so erschrecken, wenn man jetzt hier hingucken würde. Und da hinten, an der Tür, wo schwarz ist, wenn da jetzt auf einmal jemand so hervorkäme. Das wäre so mies. So ganz langsam, so aus dem schwarzen Dunklen heraus. Warum habe ich das Gefühl, dass mich gleich sowieso Dingens wieder erschrecken wird? Die, Chloe. I hope so, friend. Ich habe das Gefühl, die wird mich gleich wieder erschrecken. Well, we care, dickhead.
Okay. Ah, ne, da ist sie. Okay, alles gut. Aber bevor wir jetzt hier hingehen, nochmal ganz kurz hier umgucken. Wir können sogar rennen. Oh. Schön geräumig.